Moin und willkommen zum neuen Video von mir und schön, dass ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Hier ist meine Zusammenfassung vom Mai-Event. Ja, wir fangen erstmal mit dem iPad Air an. Einmal 11 Zoll und 13 Zoll Größe. Gut, sind nicht richtig 13 Zoll, sind 12,9, um genau zu sein. Ja, gibt es in 4 verschiedenen Farben, was nicht schlecht ist. Beide Modelle sind mit dem LCD-Display versehen, mit 60 Hertz und 600 Nits. Und in der Cellular-Variante, muss ich gleich dazu sagen, ist das keine physische SIM mehr, sondern eine eSIM-Karte. Da müsst ihr euch bei eurem Netzbetreiber nachfragen, ob das unterstützt wird. Das Schöne ist daran, es arbeitet mit einem M2-Chip. Die Basisvariante fängt in beiden Modellen mit 128 GB an und maximal 1 TB, was auch sehr schön ist. Beide Modelle sind mit dem Apple Pencil Pro kompatibel oder mit dem Apple Pencil USB-C kompatibel. Mit keinem anderen Apple Pencil, was ich schade finde. Und na klar auch mit dem neuen Magic Keyboard. Ich habe das iPad Air 13 Zoll konfiguriert mit größten Speicher mit 1 TB, den Apple Pencil Pro und das Magic Keyboard hinzugefügt. Dann bin ich bei einer Summe von 2.297 Euro. Was ich dann klar auch doch etwas teuer finde. Ja, dann kommen wir jetzt zum iPad Pro. Einmal mit 11 Zoll und einmal mit 13 Zoll. Mit dem M4-Chip. Die Basisvariante fängt mit 256 GB und ich kann maximal 2 TB. Ab 1 TB und 2 TB habe ich 16 GB Arbeitsspeicher. Darunter also 256 und 512 GB mit 8 GB RAM. Beide Modelle, 11 Zoll und 13 Zoll, was ich auch sehr schön finde, haben das OLED-Display, ein sogenanntes Tandem-Display. Das hat den Vorteil, dass ich in der Basis, also in SDR, 1000 Nits habe und in HDR 1600 Nits. Auch hier in beiden Modellen mit Cellular eine eSIM-Karte, keine physische SIM-Karte mehr. Was ich persönlich gut finde. Und ob nun beim iPad Air oder jetzt beim iPad Pro, das Netzteil ist nicht mehr dabei. Nur das USB-C-Kabel. Die teuerste Variante beim iPad Pro, 13 Zoll. Und ich habe den Apple Pencil Pro dabei, die Magic-Tastatur dabei, 2 TB in Cellular, 3.687 Euro. Das ist schon eine echte, stolze Summe. Ich komme noch zu den Farben vom iPad Pro. Da gibt es nur zwei. Einmal weiß und einmal dieses neue Schwarz, wie bei den MacBook Pros oder bei den MacBooks, die Ende letzten Jahres rausgekommen sind. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Frontkamera auf die Längsseite gekommen ist. Hinten ist eine Kamera weggenommen worden. Wieso auch immer, was ich persönlich vielleicht schade finde. Der M4-Chip hat bei den Modellen 256 GB und 512 GB ein 9-Core-CPU, 3 Performance und 6 Effizienzkerne. Erst ab 1 TB habt ihr 10-Core-CPU, 4 Performance und 6 Effizienzkerne. Das Nano-Texturglas habt ihr erst ab 1 TB und 2 TB möglich. Ist natürlich aufpreispflichtig. Das soll ja etwas entspiegeln. Ich habe ein Studio-Display mit der Nanotextur. Es ist nicht schlecht, macht aber das etwas ja, matter und sieht ein bisschen gepixelt aus, obwohl das Display echt gut ist, davon abgesehen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann kommen wir noch zum Apple Pencil Pro, der nur kompatibel ist mit dem iPad Air und mit dem iPad Pro. Und ich kann ihn ein bisschen drücken, also quetschen und wenn ich ihn drehe, wird das auch gesteuert. Dann kommen wir noch zur Magic-Tastatur. Ja, die ist natürlich
etwas dünner geworden, etwas leichter geworden. Dadurch wirkt das Tablet, na klar, wie ein MacBook und hat, na klar, auch Funktionstasten bekommen, was ich auch schön finde. Und die Preise sind gleich geblieben. Das finde ich auch ganz gut. Aber ich schreibe euch das alles in die Beschreibung unten rein. Da das neue iPad Pro auch leichter ist und dünner ist, ist, na klar, mein iPad Pro 12,9 mit der Magic Tastatur etwas schwerer und, na klar, auch etwas dicker dadurch. Und zum Lieferumfang noch, bei der Nanotextur ist da ein Poliertuch dabei. In dem Event wurden dann klar auch neue Apps vorgestellt, das Logic Pro 2, ab 13. Mai verfügbar, dann das Final Cut Pro 2, das ist aber erst im Laufe des Frühjahrs erhältlich. Dann wurde noch eine App mehr vorgestellt, die Final Cut Kamera, und ich kann auch über Final Cut Pro Live Multicam machen, was ich auch nicht schlecht finde. Und dann kann ich das gleich am iPad schneiden. Und das ist auch nicht schlecht. Was mir persönlich noch gefehlt hat, ist, dass das iPad Mini vielleicht ein Upgrade bekommen hätte. Aber gut, vielleicht noch zum Jahresende, wer weiß das schon. Und dann würde ich sagen, soll es auch hier gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech-Dick. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.